Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ich letztes Mal schon angekündigt habe, geht es heute mit den 25.000 Euro Sparplan weiter. Und ich habe mir hier ja schon meine drei Beine da zurechtgelegt. Die werden wir jetzt heute einmal, ja, also da werden wir sozusagen die 43 Euro aufteilen. Und dann habe ich auch noch ein kleines bisschen Kleingeld und dann gehe ich auch noch mit euch in mein Kleingeld-Challenge-Binder. Genau, aber das kommt eben zum Schluss. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Genau. So, das ist hier erstmal mein... Bisschen muss ich mich hier vorbereiten. Meine kleine Geldkassette einmal aufschließen. So. Ja, also, nanu, jetzt passt es. Gut, dann habe ich hier meine Stifte, mit dem werde ich schreiben. Und die nehme ich wieder hier zum Ausmalen. Genau, so kann das schon mal gut losgehen. Zähle ich noch mal kurz das Geld. Hier sind 10, 20, 30. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39. Und dann habe ich noch ein paar 50-Cent-Stücke. 40, 41, 42 und 43. Gut, das packe ich mir mal in die Mitte. So, ich glaube, jetzt ist es richtig. Gut, und die kommen auch hier rein. Ja, und dann denke ich mir, können wir jetzt einmal starten. Ich schaue mal durch, bei welchem wir jetzt anfangen. Den hatte ich ja letztes Mal bespielt. Ich gucke mal, ob ich irgendeinen von denen noch gar nicht bespielt habe. Da war ich auch schon unterwegs. Und jetzt schaue ich hier nochmal rein. Ja, hier war ich noch nicht. Dann würde ich sagen, die Challenges, die Sparspiele und Challenges, die hatte ich jetzt hier direkt noch gar nicht so bespielt. Denn wenn wir das direkt mal anfangen, jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier noch einen, da ist der Spielmagnet, genau. Oh, das wird schön. Das ist ein schöner Bein, der hier, den kennt ihr auch noch nicht. So, und dann werden wir mal sehen, wie weit wir kommen mit 43 Euro. So. Ich glaube, so kann ich das lassen. Nee, ich stelle das doch lieber hier so hin. Ja, der Platz ist immer ein bisschen begrenzt hier für die Kamera, aber so geht das, glaube ich. Gut. So, dann wollen wir mal anfangen. Das hier ist eine ganz tolle Spar-Challenge. Eine schöne Klappkarte mit Lose. Die habe ich euch ja bei meinem vorletzten Video vorgestellt. Und weil ich die so toll finde, guck mal, das ist nämlich hier so eine Vierer-Klappkarte. Die passt ja kaum ins Bild, so groß ist die. Und man kann hier abstreichen, würfeln, Würfelbingo spielen, rubbeln und Lose ziehen. Na, hier unten rubbeln und Lose ziehen und hier oben ist das Würfelbingo Spiel. So, dann schaue ich mal. Ich würde tatsächlich erstmal würfeln und dann muss ich einmal meine Kiste dazu holen. Na. Manchmal verabschiedet sich der Deckel, aber es lässt sich immer ganz schnell wieder ran montieren. So, was nehme ich denn da für einen Würfel? Ich glaube, ich nehme hier diesen schönen leuchtenden. Ja, ich glaube, ja, der ist doch schön. Oder hier, der ist auch schön. Aber der, nee, ich bleibe bei diesem hier. So, gut. Dann würfel ich mal und habe eine 3. Gut, dann kann ich ja schon mal 3 Euro rausholen. Hm.
Dann nehme ich zwei 1-Euro-Stücke und nochmal zwei 50-Cent-Stücke. Und dann male ich hier die drei einmal an. Da nehme ich auch eine schöne Farbe. Irgendwie zieht es mich immer noch zu einer pinken Farbe. Das sieht auch mal ganz hübsch aus. So, eine 3 haben wir direkt hier oben. Super. Gut. So, dann muss ich das noch einmal eintragen. Ja, welche ist denn heute? Jetzt muss ich noch mal überlegen. Ich glaube, heute war der 14. Alexa, welches Datum haben wir heute? Oh, nee, siehste, zum Glück habe ich noch gefragt. Heute ist der 13. Gott sei Dank hat man eine Alexa, ne? Also, ich finde sie super. Man kann sich das gar nicht mehr ohne vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch eine Alexa habt, ob ihr sie nutzt. Ja, also wir fragen sie eigentlich jeden Tag, wie das Wetter wird, wie spät es ist. Wir nutzen die Timer-Funktion, stellen einen Wecker, also wirklich, und spielen Radio ab. Ja, sie ist eigentlich immer gut in Benutzung bei uns. So. Ja, heute war auch der, stimmt, heute war der 13. Ich war heute den ganzen Tag in einer Schulung und das Thema ging um Resilienz. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also gerade Betreuungskräfte oder Führungskräfte kennen ja dieses Thema. Das ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Ja, also letztendlich, wie stark man den Stress an sich ranlässt oder was man eben dagegen tut. Ja. Dass man sich nicht vieles nicht so sehr zu Herzen nimmt. Genau. Aber es geht jetzt heute auch nicht um die Schulung. Das war jetzt nur mal so eine kleine Nebenbei-Information. Ja. So, hier haben wir schon mal 3 Euro gespart. Dann geht es weiter zu der Spar-Challenge Magisches Eulenreich. Ups. Oh ja, und hier kann man wieder Aufkleber aufkleben. 5 Euro ein Aufkleber. Ich glaube, heute klebe ich das erste Herz auf. Ich liebe es ja mit den Aufklebern hier. Und dann mache ich das direkt. Nicht gleich das. So. Gut. So, heute war ja der 13. 3.24 plus 5 Euro. Na, dann habe ich hier schon mal 5 Euro drin. Jetzt muss ich noch mal einen Kugelschreiber rausholen. Ja, das habe ich gehört. So, jetzt muss ich erstmal hier einen Kugelschreiber finden. Ich habe ja noch gar nicht die erste Challenge aufgeschrieben. Das war die Rainbow Frog. Rainbow Frog. Und hier hatte ich 3 Euro gespart. Und das ist das magische Eulenreich. Und hier habe ich heute direkt 5 Euro gespart. Genau. So. Ich hoffe, die Beträge, dass die jetzt nicht allzu hoch sind, alle. Also das war jetzt mal ein bisschen höher, aber die anderen versuche ich immer ein bisschen klein zu halten. Ne, damit wir vielleicht durch alle Beine da kommen. Achso, habe ich das jetzt hier im Tracker eingetragen. Ja. Und die Aufkleber sind auch drin. Gut. So, dann habe ich das schon mal gut gemacht. Aber das Geld fehlt ja noch. Ja, da muss ich jetzt 5 Euro in klein reinlegen. So, das sind 4 und 5. So, dann geht's weiter mit der Dreamland Spar Challenge.
Die ist auch sehr schön. Also ihr könnt in meinen anderen Videos, ich habe da jetzt mittlerweile schon 5 Teile gedreht von meinem ganzen Etsy-Haul. Also letztendlich ein Etsy XXL-Haul. Ja, und da könnt ihr sehen, wo ich diese ganzen Challenges bestellt habe. Ne? Wenn ich jetzt nicht, ich möchte jetzt auch nicht jedes Mal sagen, von wem die Challenge ist. Ich will jetzt hier auch nicht so viel Werbung machen. Ich habe sie mir alle so selber ausgesucht und auch selbst gekauft. Eben, ja, je nachdem so, wie sie mir auch am besten gefallen haben, ne? Deswegen, ja. So, jetzt schaue ich mal. Hier kann man ja auch eine Menge machen. Also ein Schuh für 5 Euro, das ist mir jetzt aber zu viel. Dann kann man hier abstreichen. Rubbeln kann man auch. Ja, und insgesamt sind es 400 Euro, die man hier sparen kann. Ich würde hier direkt einmal die 2 Euro abstreichen. So. Und dann trage ich mir das hier mal ein. Plus 2 Euro. Und dann werde ich hier direkt auch mal 2 Euro reinlegen. So. Zack. Gut. Und dann muss ich das noch einmal notieren. Dreamland Spar Challenge. Dreamland Spar Challenge. So, und 2 Euro sind da schon mal reingewandert. Gut, jetzt kommen wir zu diesem hübschen Spiel. Sweet Wings und Dark Wings. So, und da bin ich schon gespannt. Jetzt hole ich mir mal erstmal hier diesen schönen Spielstein raus. Oder einen Spielmagnet. So, zack. Das lege ich hier wieder rein. So, und nun muss ich mal gucken, wo hier Start ist. Wo fängt man überhaupt an? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Bei Dark oder bei Sweet Wings? Ich glaube, ich fange hier bei der süßen Variante Sweet Wings an. Jetzt muss ich mal den Magnet hier auseinander bekommen. Na, der ist stark. So, prima. So, und dann würfel ich mal. Da sind ganz schön hohe Beträge. Naja. Gut, ich versuch's mal. Zack, eine 2. Oha, direkt 5 Euro. 1, 2. 5 Euro. Nun muss ich mal an den anderen beiden dann gucken. Hier habe ich ja noch gar nichts bespielt gehabt. Ob ich hier irgendwo einen 10-Euro-Schein klein machen kann. Überall sind 5er drin. Oh, das sieht schlecht aus. Jetzt gucke ich hier nochmal. Da ist auch nur ein 5er. Da sind 2 Euro. Ja, was mache ich denn jetzt? Hier müssten 5 Euro reingehen. Naja, dann versuche ich mal hier 5 Euro klein rauszuholen. Also, das sind 2, 3, 4 und 5. Ja, dann ist das jetzt so. Beim nächsten Mal kann ich bestimmt wechseln. Dann hat man ja genug Kleingeld. So, jetzt muss ich noch den Tracker einmal raussuchen. Genau. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, ich komme jetzt hier auf ein Symbol oder muss irgendwas machen, eine Kapsel ziehen. Na gut, aber so ist es nun mal. So, 13.3. Oh, hier drauf, da quietscht der Stift.
plus 5 Euro. So, dann habe ich hier schon mal 5 Euro drin. So, und dann packe ich den wieder rein. Oh, jetzt ist sie ganz schön voll, die Tasche, aber es geht. Gut, und dann muss ich das noch einmal hier notieren. Da schreibe ich Sweet Wings. Und 5 Euro sind hier schon mal reingewandert. So. Gut. So, und jetzt geht's weiter mit der Diamantenjagd. Das ist auch so ein schönes Spiel. Oder so eine schöne Challenge. Hier kann man nämlich die Diamanten aufkleben. Man kann selber auch überlegen, ja, wie man das macht. Entweder man spart für jeden Diamant, jede Farbe einen Betrag. Oder man spart, egal welche Farbe, für jeden Diamanten zum Beispiel 5 Euro oder 10 Euro. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen. Ich glaube, ich würde das so machen, dass ich für jede Farbe einen Betrag spare. So, und da müsste ich jetzt erstmal hier festlegen, was ich denn sparen möchte. So, dann habe ich ja auch die schönen Stifte, dann werde ich mir mal die alle rausholen. Wir brauchen Pink, Orange, Blau, Grün und Gelb. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Dann haben wir das auch schon mal. Ich mache mir hier so kleine Herzchen hin. Gelb. Dann grün. Dann nehme ich noch rosa und orange. So. Und dann lege ich mal den Betrag fest. Ja, ich würde das jetzt so machen, dass ich bei blau 1 Euro. Ja, also mit der Technik ist das immer so eine Sache. Irgendwie hat einfach meine Kamera aufgehört zu filmen und es war diesmal nicht das Update schuld. Also ich hatte hier ja, festgelegt, welche Beträge ich für welche Farbe sparen möchte. Und dann hatte ich mich heute entschieden, dass ich heute einen gelben Diamanten aufklebe. Und den habe ich hier auch direkt aufgeklebt. Und dann 2 Euro gespart. Ja, naja, zum Glück war das jetzt nur, ich sag mal, eine Minute, die fehlte, aber trotzdem. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Es ist aber auch zum Mäusemelken. Es ist jetzt eben gerade schon wieder passiert, dass ich einfach, dass mein Handy einfach aufgehört hat zu filmen. Ich glaube, ich habe das Problem jetzt auch behoben. Also es war wahrscheinlich mein Speicher voll. Gerade die Videos, die brauchen ja immer sehr viel Speicherplatz. Ja, naja, ich werde mich jetzt mal sputen, dass wir das hier, jetzt durchspielen, alles in Ruhe. Und hoffen, dass ich jetzt nicht wieder rausgeworfen werde. Ich muss öfters immer mal hochgucken hier auf mein Handy. Aber bisher sieht das gut aus. Vorhin stand nämlich auch, das habe ich nämlich erst später gesehen, dass es nur 50 Sekunden das Video gehen durfte. Manchmal steht da direkt eine Zeitbegrenzung. Ja, aber jetzt ist alles offen. Habe ein bisschen was gelöscht. Genau, also ich hatte jetzt hier nochmal durchgeguckt. Dieser Bein, der war ja durchgespielt. Und dann habe ich hier geschaut, wo ich ein bisschen Wechselgeld habe. Aber auch das sieht ein bisschen, ja, nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, wie weit wir kommen hier. Mit meine 2 10-Euro-Scheine und ein bisschen Kleingeld. Ne, 3 10-Euro-Scheine sogar. Ja. Naja, mal schauen. So, weiter geht's in diesem Binder mit der Seashells Spar-Challenge. Also hier kann man abstreichen, würfeln, rubbeln und eine Tombola spielen. Und da ich ja nur 10-Euro-Scheine habe, würde ich tatsächlich hier den
also den Betrag von 5 Euro sparen. Ja. 5 Euro. Abstreichen kann ich hier nicht von den größeren Beträgen. Dann nehme ich hier von den kleineren Beträgen einmal 5 Euro. So. Na, wo habe ich hier eine Perle versteckt? Hier unten. Da habe ich einmal 5 Euro. Zack. Die streiche ich ab. So. Und dann geht's weiter. 13.03.24 plus 5 Euro. Dann habe ich hier schon mal 10 Euro drin. Und dann kann ich die 5 Euro rausholen und einen 10-Euro-Schein reinlegen. Das ist doch schon mal was. Ein bisschen mehr Kleingeld. So, zack. 10 Euro sind drin. So, und dann trage ich das nochmal hier in mein Buch. Das war die Seashells Challenge. So, und 5 Euro sind reingewandert. Dann geht's weiter mit Elena und die mystischen Federn. Da war ich ja zuletzt hier auf dem Feld mit 3 Euro. Jetzt muss ich mal gucken. Start war dort. Und wie bin ich so schnell so weit gekommen? Habe ich das schon zweimal gespielt? Ja, Tatsache. Zweimal habe ich das gespielt. Einmal 4 Euro und einmal 3 Euro. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ach so, da ist auch noch ein 5-Euro-Schein drin. Gut, dann werde ich jetzt direkt einmal würfeln. So. Eine 5. Oha. Dann schauen wir mal, wo ich denn da hinkomme. 1, 2, 3, 4 und 5. Hier seht ihr, bin ich auf so einen kleinen Stern. Na, kann man das sehen? Ja. So, jetzt muss ich mal schauen, was man da machen muss. So, hier steht, auf deinem Weg triffst du auf einen Stern der Verdoppelung. Verdoppel die gewürfelte Augenzahl und spare den Betrag. Ach du meine Güte. Da muss ich ja 10 Euro sparen. Oh Gott. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so viel jetzt auf einmal ist. Na gut, aber was soll's. Es ist ja letztendlich egal, in welcher Challenge es war. Es geht ja alles in den Sparplan. So, dann nehme ich schon mal 10 Euro. So, dann notiere ich das einmal. 13.03.24 plus 10 Euro. Dann haben wir hier schon 17 Euro drin. So, das lasse ich einmal hier trocknen und dann werde ich mal gucken. Ja, viel mit Geld wechseln ist ja hier nicht. Hier sind 2 Euro und 5 Euro Schein und 10 Euro. Ja, dann bleibt das so. So. Und jetzt muss ich das nochmal hier eintragen. Elena plus Federn. Und hier sind es 10 Euro gewesen. Meine Güte, so viel auf einmal. Gut, aber weiter geht's. Ja, jetzt kommen wir zu der Spar-Challenge Kappel-Ohl. Die ist auch zuckersüß. Da habe ich bisher 1 Euro. Ne, hier, 11 Euro habe ich da schon mal drin. Okay. So, ja, was mache ich denn hier? Da muss ich mal gucken. 11 Euro. Gut wäre ja, wenn ich 4 Euro sparen kann.
Dann würde ich nämlich 5 Euro reinlegen und den Euro wieder rausholen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich male hier den Würfel mit 4 Augen an. So. Gut. So. Und dann werde ich hier die 5 Euro rausholen. Da kommt noch der 10er hin. Und der 1 Euro wandert wieder in meine Geldkassette. Genau. So, und dann muss ich das noch einmal notieren. Ein Kontrollblick, die Kamera läuft. Das ist gut. 13.03.24 plus 4 Euro. Dann habe ich hier auch schon mal 15 Euro gespart. Ja. Wie viel hier zusammenkommt, das ist auch offen. Das kommt ja hier ja, durch die Tombola und so kann man das ja gar nicht sagen. Also es ist eine Menge. Aber wir haben ja schon mal angefangen. So, 15 Euro sind da jetzt drin. Das ist gut. Prima. Dann werde ich das noch einmal hier notieren. Zack. Kappel, Ohl und es waren 4 Euro. Gut. So. Weiter geht's mit Miss Candy. Das ist auch so eine schöne Klappkarte. So, hier habe ich bisher 3 Euro drin. Bei den Rubbelfeldern kann man ein Feld mit 3 bis 10 Euro freirubbeln. Oder man würfelt. Ich werde mal gucken, ob ich so einen Viererwürfel habe. Also, da muss ja mal einer bei sein. Ich hoffe es. So ein kleiner. Nee, der ist viel zu groß. Der auch. Und der auch. Ja, also das ist was, was mir noch fehlt. Ein kleiner Würfel. Mit, ja, ich weiß nicht, ist das ein Viererwürfel oder so? Welcher Würfel ist der kleinste? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich, mein kleinster oder mit den wenigsten Augen ist der hier, der 6er, der Standardwürfel. Aber sonst sind die alle weitaus höher. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Also wenn ich jetzt eine 6 würfeln sollte... Na, ich werde mal sehen. Ich werde erstmal würfeln und dann schaue ich und überlege, was ich mache. So, eine 4. Jetzt habe ich eine 4 gewürfelt. Dann schreibe ich die erstmal hier hin. Und die 4 Euro werde ich auch sparen. Das passt für mich. So. Wo schreibe ich die? Hier unten schreibe ich die rein. Na? Kann man das sehen? Ja. Gut, 4 Euro. 13.03.24 plus 4 Euro. Und dann bin ich bei 7. 7 Euro. So, da muss ich jetzt mal gucken. 4 Euro. Oh Gott, hoffentlich kriege ich sie jetzt zusammen. 1. 2, das sind 20 Cent, 3, so und 4, gut, 1, 2, 3, 4, super, dann passt das auch, auch wieder so viel Kleingeld, naja, so. Aber so
geht es dann einfach nächstes Mal weiter mit dem Wechselstübchen. Ne? Dann wird das immer ausgetauscht. Gut, dann trage ich das hier nochmal ein. Miss Candy. Miss Candy und 4 Euro habe ich hier gespart. So, gut, das war der zweite Binder. Und jetzt gucken wir mal hier noch in meinen dritten Binder, was wir hier noch besparen können. Also ich habe jetzt hier noch einen 10-Euro-Schein. Und ein kleines bisschen, nee, Kleingeld. Das ist ein Euro und das hier sind 1,50 Euro. Und das ist nochmal ein Euro. Hier in in 20 Cent Münzen. Ja, nun schauen wir mal. Ich werde jetzt einmal hier bei Meeresflüstern anfangen. Da sind nämlich 6 Euro drin. Genau. Vielleicht kann ich durch das Sudoku-Spiel nochmal irgendwo eine 4 raussuchen. Und dann 4 Euro sparen. Und dann kann ich nämlich den 10er reinlegen und das andere Geld rausholen. Also 4 Euro brauche ich. So, hier haben wir keine 4. Da kann sie nicht sein. Da geht auch nicht. Das passt ganz gut, denn hier kommt jetzt eine 4 hin. Ja, das ist auch korrekt. Na, prima. Dann habe ich da auch schon mal eine Lösung gefunden. 13.03.24 plus 4 Euro. Dann habe ich hier 10. Gut, und dann hole ich das mal raus. Und den Euro auch. So. Genau, und dann kommt das wieder hier rein. Die 10 Euro sind in der Klappkarte drin. So, das ist doch schon mal gut. Das hat gut geklappt. So, Meeresflüstern. So, und das waren 4 Euro. Na, klasse. So, dann blätter ich gleich mal weiter. Aha. Meine Spar-Challenge oder meine Geldbox-Challenge, das ist ja diese hier. Da habe ich bisher 4 Euro drin. Ja, auch da werde ich heute nur 1 Euro reinpacken. So, nehme ich gleich hier den Euro. Zack. Und werde hier die 50 Cent. Oder ich mache hier die 20 Cent rein. Macht ja auch nichts. Dann habe ich ein bisschen mehr als 43 Euro verspart. Da hatte ich nämlich noch ein bisschen Kleingeld. Aber das ist auch nicht so wild. Genau, das sind ja hier 1 Euro. Gut, dann habe ich das auch schon mal. So. 13.03.24 plus 1 Euro. Dann sind da schon mal 5 Euro drin. Und irgendwann kann ich da ja vielleicht auch mal wechseln. Ja, das denke ich, wird was. So, mein Goldblättchen-Spiel werde ich heute nicht spielen, weil wenn ich da nachher noch eine Bube, ein Bube, Dame, König oder ein Ass habe, dann geht es ja weitaus über 10 Euro oder beziehungsweise 11 Euro beim Ass. Deswegen, das lasse ich erstmal. Da sind jetzt 13 Euro drin. Das ist in Ordnung. Jetzt gucke ich hier nochmal bei der Leo Fashion Queen.
So, da sind 6 Euro. Und sechs Euro sind da drin. Ich würde hier versuchen, wieder den 4 Euro. Genau, die 4 Euro werde ich hier abstreichen. Heute habe ich das irgendwie mit der 4. So. 13.03.24 plus 4 Euro. So, dann habe ich hier 10 Euro drin. Gut, dann hole ich den Euro raus und packe den Fünfer hier rein. Zack. Oder ich packe das mal hier so in die Karte. So. Nun war es wieder soweit. Jetzt war es gerade wieder das Update. Also heute macht mich mein Handy ja ganz schön, ein bisschen wahnsinnig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, mit was filmt ihr? Ist das auch immer euer Handy oder habt ihr eine Extra-Kamera? Also was mich jedes Mal nervt, ist eben wegen diesem Update. Aber ich habe auch das Gefühl, immer jedes Mal, wenn ich ein Update mache, wird das Handy immer langsamer. Die Kamera wird immer schlechter. Die Bilder unscharf. Also, naja, das ist ja auch so eine Marketingstrategie, glaube ich, dass man sich einfach ein neues Handy kauft. Ich habe zwar eigentlich ein gutes, ich sag mal jetzt das letzte Samsung Galaxy Note. Ich glaube, das 20er war das. Ja, aber trotzdem ist es jetzt auch schon 3 Jahre, also ja genau, 3,5 Jahre alt. Ja, und das macht sich bemerkbar, obwohl ich es eigentlich nicht missen möchte, ist eigentlich so... Wirklich ein tolles Telefon. Aber schreibt mal in die Kommentare, mit was macht ihr immer eure Videos? Habt ihr eine Extrakamera oder nutzt ihr auch eure Handys? Seid ihr iPhone begeistert oder auch eher bei Android? Ja, also das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall war es eben gerade ja wieder so weit, dass mich mein Update rausgeworfen hat. Ich habe in der Zeit hier schon mal notiert, dass ich für die Challenge Leo Fashion Queen 4 Euro gespart habe. Genau. Das Geld ist ja hier drin. Und dann würde ich nochmal hier von vorne gucken. Ich habe jetzt nämlich noch... hier ist auch noch ein Euro. 3 Euro, 4,50 Euro. Genau. Nun werde ich mal gucken, was diese Candy World Challenge nochmal so zu bieten hat. Genau. Die ist auch schön. Schöne Farben. Ich mag dieses Bunte ja so gerne. Und eben, ja, ein Süßigkeitenland ist auch ganz toll. also was mache ich hier heute? Also rubbeln ist mir zu gefährlich. Lose ziehen auch. Also entscheide ich mich nochmal fürs Abstreichen. Und ich werde hier 2 Euro abstreichen. Hier haben wir einmal 2 Euro. Zack. So, jetzt muss ich nochmal bei meiner Tochter helfen. So. Hier wird nämlich fleißig Lego gespielt. Bitteschön. So, dann werde ich das mal aufschreiben. Jetzt nicht. Du tust dir sonst weh hier am Tisch. Warte mal, den Stuhl muss ich einmal anders hinstellen. So, jetzt. Jetzt möchte sie noch mal zugucken. Na komm, setz dich. So. Ja, und die Würfelbox möchte sie wieder haben. Aber nicht wieder die Lose rausholen, ne? Okay. Nur die Würfel angucken. Gut, so, 2 Euro habe ich ja hier angekreuzt. 13.03.24 plus 2 Euro. So, dann habe ich hier schon mal 7 Euro drin. 7 Euro, ne? Gut, hier haben wir 2 Euro. Und dann packe ich das hier rein.
So. Dann kommt das noch in meinem Buch. Das war Candy World. Ja. Candy World 2 Euro. So, und jetzt habe ich noch 2,50 Euro und eine Challenge. Na, dann haben wir bis auf mein Goldblättchen alle Spiele und Challenges durchgespielt. Das ist doch super. So, was können wir denn hier machen? Also es bleibt letztendlich auch hier nur das Abstreichen. 2,50 Euro habe ich noch. Ich würde 2 Euro abstreichen. Genau. Oder ich male hier einen Würfel aus. Ja, das werde ich machen. Ich finde, darauf habe ich jetzt Lust. Nämlich einmal orange. Einmal diese Seite. Mit einem Auge. So. Und hier habe ich noch eine Seite mit einem Auge. Zack. So. Super. So, einmal kurz pusten. Und dann schreibe ich nochmal ein. 13.03.24 plus 2 Euro. Gut, dann sind hier schon mal 7 Euro drin. Ja, jetzt habe ich hier 1 Euro und hier nochmal 2,50 Cent Stücke. So, dann kommt das hier rein. Nein, heute nicht baden. So, dann habe ich das und dann werde ich das hier nochmal notieren. Achso, das ist der falsche Stift. Na, wo ist mein Kugelschreiber? Hier. So. Und das war das Limettensüße Vergnügen. Limettensüßes Vergnügen, 2 Euro. Prima. Ja. Dann haben wir das auch. Dann kann ich den schon mal zumachen. Das ist auch ein Würfel. Hier kann man würfeln drin. Das ist ein Würfelbrett. Oder ein Würfelkorb. Ja. Nanu. So. Gut. Jetzt kann ich ja noch einmal kurz durchrechnen, wie viel ich hier im Endeffekt gespart habe. Das sind 8, 9, 10, 10 plus 7 plus 15 plus 8 plus 8 plus 4. Sind gleich, 52 Euro. Außerplanmäßig habe ich hier heute 52 Euro gespart. Das ist doch auch prima. Ja. Genau. 52. So. Wo mache ich das jetzt? Nochmal eine Notiz. Schreibe ich hier nochmal plus 9 Euro. So. Gut, und dann notiere ich mir hier nochmal das Datum. Heute 13.03.24. So. Genau. Schreibe ich jetzt nochmal, dass es 52 Euro sind? Ne, das kann man ja ausrechnen. Genau, ich lasse das jetzt erstmal so. Genau, ich werde jetzt hier nochmal ein paar Punkte hinmalen. Dann ist das auch ein bisschen hübscher und bunt. So. Dann kommen die schönen Stifte auch öfters zum Einsatz. Und hier, das unterstreiche ich nochmal. Das auch. Genau. Und dann kann ich ja hier das auch noch einmal nachzeichnen. 50 Euro. Und
Und hier waren es 43 und 9. Also insgesamt 52 Euro. Genau. Ja, das war's dann erstmal für den März mit den Spartöpfen. Also vielleicht kommt spontan nochmal eine Spielrunde. Da muss ich erstmal schauen. Aber so war es das jetzt erstmal. Spartöpfe und der 25.000 Euro Sparplan wurden wieder etwas gefüllt. Und jetzt hatte ich ja noch gedacht, ich bespiele mit euch die Kleingeld-Challenges. Ich habe ein bisschen Kleingeld noch hier. Und da schauen wir einmal. So, das ist die 365 Euro Challenge. Jetzt muss ich das erstmal rausholen, wie viel das eigentlich ist. Oder nee, ich gucke erstmal. Streiche ich hier was ab? Oder hier? Fällt mir auch gerade ein, jetzt fehlt mir auch meine Kleingeldbox. Die muss ich vielleicht auch gleich mal holen. Das sind 25 Euro. Die würde ich lieber erst später anfangen. Ich möchte ja auch mal was fertig haben. Ich glaube, ich werde diese Challenge jetzt hier erstmal besparen. Und mal gucken. 1 Euro. Das sind 20, 40, 60, 80 und 1 Euro. 1 Euro. Dann male ich das schon mal hier an. Die lege ich mal zur Seite. Dann gucke ich, ob ich hier noch einen Euro rausbekomme. Das sind 20, 40, 60, 80, 1 Euro, 1 Euro 20, 30, 40, 50. 1,50 Euro. Ja, das ist auch noch frei. Dann werde ich das auch anmalen. So. Dann habe ich hier 2,50 Euro heute gespart. So. Plus 2,50 Euro. Kleingeld und 3,24. So, da muss ich das einmal ausrechnen. 29,70 Euro plus 2,50 Euro sind gleich 32,20 Euro. Gut, dann habe ich das. Die Challenge kommt hier erstmal wieder rein. Ja, insgesamt kann man hier 137,80 Euro sparen. Das ist auch so eine 52-Wochen-Kleingeld-Challenge. Also da ist noch eine Menge offen, aber Stück für Stück kommt man ja dann auch am Ziel. So, jetzt gucke ich nochmal hier. Das ist die kleine 25-Euro-Kupfergeld-Challenge. Jetzt schaue ich mal. Ja, hier ist ja von 1 Cent, 2 Cent, alles dabei. So, dann werde ich mal gucken. 1, 2, 5 Cent Münzen. 5 Cent, die muss ich jetzt erstmal suchen. Ja.
Eins und zwei. Und dann habe ich noch zwei 2-Cent-Münzen. Die sind hier unten. Eins, zwei. Genau. Und dann habe ich noch zwei 1-Cent-Münzen. Ja. Die sind hier in der Mitte. Eins, zwei. Gut. Dann habe ich das und insgesamt sind das 10, 14, 16 Cent. So. Kleingeld. So. 2,92 Euro plus 0,16 sind gleich 3,08 Euro. So, gut. Dann packe ich das hier nochmal rein. Gut. So, ich habe jetzt schnell meine Kleingeldbox geholt und jetzt packe ich das hier nochmal rein. Zack. So. Ja, ab und zu kommt mal ein bisschen was zusammen. Aber ja, das bespare ich jetzt nicht regelmäßig, nur wenn ich jetzt ein bisschen Kleingeld gesammelt habe. Und wenn es sich lohnt. Jetzt heute war es ja wieder ein bisschen. Was hier für den Kleingeld-Challenge-Binder. Genau. Ja, das war's denn jetzt. Dann bin ich jetzt schon mal erstmal durch mit meinem ganzen Besparen und meine Spiele. Ich hoffe, ich habe euch heute wieder ein bisschen inspiriert, konnte euch ein bisschen mitnehmen. Ja, man sieht, wie viel sich doch dann ansammelt, ne? Und es ist ja letztendlich auch egal, wie viel jetzt in jeder Challenge drin ist. Es wandert ja alles in einen bestimmten Spartopf dann am Ende. Ja, und für dieses Ziel, da habe ich mir jetzt auch wirklich Zeit gelassen. Also so wie es geht, versuche ich immer was da reinzusparen. Ich denke, ab Mai wird es sogar auch noch ein bisschen mehr sein. Ne? Das war ja jetzt, ja, für mich ist jetzt erstmal oberste Priorität, die Spartöpfe zu befüllen. Genau, und hier nebenbei immer noch was reinzupacken. Und ab Mai wird es aber ein bisschen mehr Geld zur Verfügung geben für meine Sparziele und auch für die anderen Sparziele, wo ich ja mit euch gemeinsam die Binder eingerichtet habe. Genau, ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ganz viele tolle Möglichkeiten entdeckt, schöne Spiele gesehen. Ja, für mich ist es einfach etwas, was sehr viel Spaß macht. Ich versuche jetzt auch alles zu Ende zu spielen und dann immer nebenbei auszutauschen. Und was mein Ziel auch ist, dass ich demnächst so diese kleinen Goodie-Challenges, wenn ich jetzt was bekommen habe, ich meine, das ist ja jetzt auch eine große Challenge, ne? Zwar im kleinen Format, aber mit einer großen Summe, die 26-Wochen-Challenge. Genau, aber ich habe auch noch so einzelne kleine Dankes-Challenge mit zum Rubbeln und so. Die werde ich auch mal jetzt mit einbauen, wenn was fertig ist, damit man öfters mal einen Wechsel hat. Genau. Ja, das wünsche ich euch erstmal noch eine ruhige Woche. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Das ist ganz gut. Das ist ja sozusagen der kleine Freitag. Und dann kommt Freitag und dann ist schon wieder Wochenende. Dann ist wieder schön die Familie, Familienzeit angesagt. Ne? Deswegen drehe ich immer gerne mal in der Woche, wenn ich Zeit habe. Und am Wochenende, ja, schauen wir, was wir da machen. Gut, also dann, danke fürs Zusehen und lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da. Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann, tschüss. Ja, das.